Oh, und hier ist kein Stein mehr. Also einreißen. So. Hervorragend. Ab sofort steht euch ein neuer Handelsaußenposten zur Verfügung. Gebäudeausbau fertiggestellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Dann gucken wir mal, was für eine Belohnung wir aus dem Zwischenlager kriegen. Da sind unsere Händler unterwegs. Und man sieht, der Händler, im Gegensatz zum Hausierer, hat einen Handkarren. Auch wenn er zum Glück keine Räder braucht. Also hier, Radmacher. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ab sofort steht euch ein neuer Handelsaußenposten zur Verfügung. Zufällige Güter oder Klamotten? Nehmen wir Klamotten. So, weil jetzt brauche ich einen Händler gerade. Für die Handelsroute hier. 7. Insgesamt brauche ich an denen hier. Ich habe 5. Also noch 2 von denen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. So, was sagt die Handelsgesellschaft? 4 habe ich schon. Das heißt, bald habe ich den Siegpunkt. Dadurch wird aber der Nebelsumpf stärker. Das heißt, hierhin und dann, wo kriege ich noch einen Prestige? Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Dafür bräuchte ich Handels, also die ganz großen Händler. Und ja, ich kann jetzt Gold gegen, also mehr Fisch kaufen. Ist noch nicht nötig, wie man sieht. Auch wenn ich jetzt gerne mal eine Mühle zu einer besseren umbauen möchte. Zu einer besseren umbauen, zu einer machen möchte mit einfacher Verpflegung. Oh, Wolverine zieht ab. Ja. Na gut, er macht Matthäus Probleme hier. Gebäudeausbau fertiggestellt. Dann holen wir uns noch 2 Muskeltiere. Hervorragend. Ab sofort steht euch ein neuer Handelsaußenposten zur Verfügung. Und ein Siegpunkt. Ein weiterer Siegpunkt. Das ist ein erster Schritt, ein ernstzunehmender Rivale zu werden. Die halbe Schlacht ist weiter so. Gut. Er versucht's hinten rum. Das sollten wir dann auch unterbinden. Also den Posten zu erobern. Wie sieht der Imperator denn so aus? Noch haben wir eine gute Führung. Ah, Handelsposten. Dann gehen wir mal hier weiter. Holen uns noch ein paar mal 3 Händler und noch mehr Hausierer.
Wie sieht unsere Stoffproduktion aus? Geht so? Also ja, Stoff oder Garn würde ich jetzt ungern tauschen. Ah, das sieht schon eher nach was aus. Wurst gegen Gold, nicht so wirklich. Gebäudeausbau fertiggestellt. So, du kannst jetzt ohne Verpflegung Pferde produzieren. Pferde haben wir nämlich jetzt auch genug mal. Ja, dafür bräuchten wir noch den zweiten Ausbau. Sehr gut. Eure Kaufleute haben einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Ich würde fast sagen, gehen wir darüber. Da kriegen wir auf jeden Fall noch einen Prestigepunkt her. Könnten wir noch einen herkriegen? Hier. Wurst kaufen. Brot kaufen. Also hier oben rum. Befestigung ausgebaut. Oh ja, und Wolverine steht vor der Haustür auf der Seite. Das ist nicht so gut. Wir warten hier auch auf eine Kohle. Meine Kohlevorräte sehen noch in Ordnung aus. Weiter so. Euch fehlt nur noch ein einziger Siegpunkt. Den könnte ich mir recht schnell holen, indem ich das Ding hier einverleibe. Sparfuchs, Imperator, Handelsgesellschaft, Feldmarschall. Befestigungsausbau beenden. So, jetzt wird Wolverine mit seinen paar Trüppchen da nicht durchkommen. Sehr gut. Eure Kaufleute haben einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Doch zu dem rüber. Na komm, holen wir uns jetzt das Gebiet. Dann dürfte unser Timer runterlaufen. Weil die hier zu schlagen, könnte noch schwierig werden. Dafür bräuchte ich nämlich noch den Kasernenausbau erstmal. Irgendeiner meiner... Ja, Imperator ist ein bisschen bedroht. Sonnenkönig ist ein bisschen bedroht. Metropole kann ich nicht einholen. Handelsgesellschaft holt mir auch keiner ein. Feldmarschall auch nicht eigentlich. Ja, und der spezielle Sektor hier wird vom Wolverine gerade ignoriert. So, meine Mönche sind unterwegs, um den Spezialsektor zu bekehren. Das ist gut. Da könnte ich Steine gegen Fisch tauschen. So, gleich sind wir wieder in Tandrien angekommen.
ausgehen. Da flitzen auch schon unsere Händler dann los. Ja. Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. Sehr gut. Mit diesem Siegpunkt seid ihr auf dem Weg zum Erfolg. So, das heißt, Imperator kann mir so schnell keiner wegnehmen. Der Sonnenkönig kann mir noch abgeluchst werden. Sollten wir vielleicht auch ein bisschen verhindern. Na gut, hier kann ich nicht viel bauen. Nein, noch mehr von den kleinen Prestige-Objekten. Weiterer Siegpunkt. So. Das ist ein erster Schritt, ein ernstzunehmender Rivale zu werden. Weiter so. Kasernenausbau. Und ja, wir brauchen den Nebelsumpf nicht mal. Und auch nicht unsere Reiterei eigentlich. Sehr gut. Eure Kaufleute haben einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Ja, aber da brauchen wir auch nicht weitermachen gerade. Die nächste Mission wird halt schwieriger, weil da müssen wir dann wirklich mit Matthäus um die Forschungen rennen. Warum haben wir 6? Spezieller Sektor, Sparfuchs, Imperator, Sonnenkönig, Handelsgesellschaft, Feldmarschall. Achso, wir haben jetzt Matthäus noch den Sonnenkönig abgenommen. Der hatte vorher noch den Sonnenkönig. Hey. 25, 24. Ja, wir haben so gut wie gewonnen. Sieg, ihr wart erfolgreich. So ist Thronsaal. Welch Geniestreich! Der Sieg ist greifbar nah. Nur noch eine allerletzte Schlacht. Der Bischof und der Lord werden nicht noch einmal so schnell aufgeben. Seid unbesorgt, Prinzessin. Sie fürchten uns mehr als wir sie. Ich hoffe, diese Eroberung endet bald. Langsam habe ich diesen Krieg satt. Glaubt mir, Prinzessin, das hier wird schneller vorbei sein, als ihr denkt. Fantastisch. Ihr geht als Sieger aus dieser Partie hervor. Ja, 384 Münzen. Jo. Und damit können wir die Kampagne fortsetzen. Juhu.